Heute sitze ich hier mit David Hannen. Herzlichen Dank, dass du heute bei uns bist, um die Fragen zu den rechtlichen Aspekten zu beantworten. Du bist Rechtsanwalt bei der Anwaltskanzlei Zians & Haas. Ja, guten Abend. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Mein Name ist David Hannen. Ich bin Rechtsanwalt effektiv in der Anwaltskanzlei Zians & Haas in St. Veit. Arbeite im Büro eigentlich unter anderem auch für unsere Unternehmenskunden und darin fällt natürlich dann auch beim Unternehmensrecht der Online-Verkauf. Jetzt zuletzt hatten wir dort einige Anfragen und deswegen bin ich ganz froh, ein bisschen aus dem Erfahrungsschatz plaudern zu dürfen. Natürlich frage ich mich jetzt, okay, worauf muss ich unbedingt achten beim Aufbau meines Webshops? Was ist so denn das Grundgerüst? Wo muss man da ansetzen? Was sind die Grundelemente, die auf jeden Fall auf meinem Webshop wiederzufinden sein müssen? Ja, also wenn man den Webshop einrichtet, betreibt man ja per Definition eine Internetseite und jeder, der eine Internetseite betreibt, vor allem auch dann beruflich, muss gewisse Angaben veröffentlichen. Dazu gehört das Impressum natürlich und auch eine Information über Datenschutz. Und wenn wir dann spezifisch über den Online-Verkauf sprechen, dann gibt es doch einige Regeln, die eingehalten werden müssen. Man muss sich vorstellen, man gilt als Unternehmen. Als Unternehmen verkauft man sehr oft in der Regel an Verbraucher, also an Personen, die das, was sie erwerben, für private Zwecke nutzen. Und da gibt es im früheren Verbraucherschutzgesetz und heute im Wirtschaftsgesetzbuch einige Bestimmungen, die halt eben zum Schutze des Verbrauchers eingesetzt wurden. Und diese Bestimmungen muss man beachten, muss man kennen, damit man sie auch beachten kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, seine allgemeinen Bedingungen dementsprechend zu erstellen und dann auch abhängig von dem Nutzen der persönlichen Daten des Kunden, dann auch die Datenschutzerklärung dementsprechend anzupassen. Mhm. Du hast es auch schon angesprochen, AGBs ist eine häufig gestellte Frage. Wie baue ich am besten meine AGBs auf? Hast du da vielleicht eine Meinung wie baue ich am besten meine AGBs auf? Kannst du dazu was sagen? Ja, also wenn man an einen Verbraucher wieder verkauft, dann schreibt das Wirtschaftsgesetzbuch die Informationen, die man dem Verbraucher geben muss, eigentlich detailliert wieder. Das heißt, man muss sich auf das Wirtschaftsgesetzbuch stützen, um die Informationen, die man dem Verbraucher geben muss, dann auch effektiv in die allgemeinen Bedingungen reinzusetzen. Und da gibt es eine ganze Liste. Ich habe mir die mal aufgeschrieben, aber um einige zu nennen. Man muss zum Beispiel den Kunden informieren, hat er ein Widerrufsrecht oder nicht. Wir werden gleich erklären, was das bedeutet. Auch welches Unternehmen sind wir. Man muss über Lieferfristen, über Zahlungsfristen informieren. Man muss informieren, welches Produkt verkaufe ich, zu welchem Preis. Also es gibt sehr viele Informationen, die sind alle aufgelistet im Wirtschaftsgesetzbuch und die müssen verpflichtend in den allgemeinen Bedingungen stehen. Also es ist schon wichtig, diese korrekt zu erstellen. Okay, also ich halte schon mal fest, wir sprechen also nicht nur vom Onlinehandel, sondern eher von Fernabsatzverträgen. Dazu kommen wir auch noch später. Da haben Sie netterweise eine Datei zur Verfügung gestellt, die dann auch den Zuschauern zur Verfügung gestellt werden wird. Ich stelle also ein Produkt online. Welche Informationen muss ich denn da alle angeben? Worauf muss ich achten? Welche Informationen muss ich angeben? Also zunächst muss man das Produkt beschreiben können. Das Produkt muss man beschreiben können mit den wesentlichen Informationen, die man erwartet von einem Produkt. Ja, und wenn ich zum Beispiel Schuhe verkaufe oder Kleidungsmittel, braucht man nicht allzu viel zu erklären. Wenn es spezifische Produkte sind, muss man die wesentlichen Eigenschaften des Produktes erklärt haben. Dann muss man natürlich den Preis nennen. Ja, und das darf auch nicht zweifelhaft sein. Ist der Preis jetzt mit oder ohne Mehrwertsteuer? Ist der Preis mit oder ohne Lieferkosten? Sind die Lieferkosten höher im In- oder im Ausland? Das muss klar kommuniziert werden bei einem Verkauf. Vielleicht auch in diesem Zusammenhang, man bietet ja dann eine Lieferung eventuell an und sagt dem Kunden, ich kann dein Produkt bis zum Tag X liefern, beispielsweise 15 Tage und dein Produkt ist vor Ort. Das ist dann auch natürlich ganz klar geregelt. Was passiert denn jetzt zum Beispiel, wenn ich da mich verpflichte, innerhalb von 15 Tagen zu liefern, das aber nicht geschieht, also in der Praxis nicht geschehen kann, weil es ein Hindernis gegeben hat, was man nicht davor einkalkulieren konnte oder es einfach geschehen ist? Ja, also Lieferfristen müssen selbstverständlich angegeben werden. Beginn der Lieferung wird in der Regel einhergehen mit dem Zahlungseingang, also oft
regelt man den Beginn der Lieferung mit Vorkasse, damit man dem Geld nicht hinterherlaufen muss. Das ist auf jeden Fall üblicherweise der Fall bei Online-Shops. Ja, und dann gibt man Lieferfristen natürlich an oder wenn man Dienstleistungen auch online verkauft, wann die Dienstleistung beginnt. Da darf man sich vielleicht als Unternehmen nicht den Hals zu eng zuschnüren. Ich denke, da soll man sich ein bisschen Luft lassen, was die Lieferfristen angeht. In der Regel finden Sie aber auch in den allgemeinen Bedingungen, dass die Lieferfristen nicht ganz verpflichtend sind, sondern etwas kürzer oder länger sein können, abhängig von den Unwägbarkeiten, die man nicht unbedingt kennt. Und auch wenn man sagt, ich liefere zum 15. Mai, und die Ware kommt am 16. Mai an erst, ist man nicht automatisch schadenersatzverpflichtend. Also der Lieferzeitpunkt ist nicht unbedingt dann gleichermaßen mit einem Schadenersatzanspruch des Kunden verbunden. Vielleicht noch kurz in diesem Zusammenhang, gibt es denn eine maximale Grenze an Lieferfrist, die ich als Verkäufer angeben muss? Also, oder bin ich da total frei und kann zum Beispiel sagen, okay, das Produkt wurde zum Beispiel am 1. Mai gekauft offiziell, aber die Lieferfrist ist in 6 Monaten. Ist das möglich oder? Theoretisch ist das möglich, aber ob das so wirtschaftlich sinnvoll ist, ist die Frage. Denn Online-Shops gibt es wie Sand an Meer. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der sehr lange Lieferfristen vorsieht, dann auch die gleiche Kundschaft hat wie jemand, der kurze Lieferfristen vorsieht. Aber rechtlich sehe ich kein Hindernis daran, die Lieferfristen länger zu gestalten. Sprich, diese Bedingungen selber zu erstellen. Okay. Vielleicht eine letzte Frage im Zusammenhang mit der Vorstellung meiner Produkte. Online verkaufen bedeutet ja auch, dass ich eventuell über die Grenzen hinaus verkaufe. Etwas, was ich nicht unbedingt physisch in meinem Geschäft tun kann. Gibt es in diesem Zusammenhang etwas, was ich beachten muss, rechtlich gesehen? Ja, im Ausland verkaufen bedeutet auch, dass man potenziell mit ausländischem Gesetz in Kontakt kommt. Also zum Beispiel in Belgien weiß ich, dass die Verbraucherschutzgesetzgebung für belgische Kunden anzuwenden ist, selbst wenn sie eventuell aus dem Ausland Sachen kaufen. Das heißt, man muss sich damit auseinandersetzen. Wenn man online shoppt, glaube ich, kann man feststellen, dass es sehr oft sehr ähnlich geregelt wird. Der Bestellvorgang, die Bestätigung der Bestellung und so weiter, das ist irgendwie meist dasselbe. Und das ist meist dasselbe, weil es gesetzlich auch vorgeschrieben ist, wie der Bestellvorgang abzulaufen hat. Also da geht es von der Auswahl des Produktes über die definitive Bestellung, über die vor der Bestellung zu tätigen und zu bestätigenden Informationen. All das ist relativ deutlich geregelt im Wirtschaftsgesetzbuch wieder und deswegen auch so harmonisiert, sei es in Belgien oder auch im Ausland. Also im Endeffekt ist es so, dass man, bevor man die Bestellung tätigt, noch eine Korrekturmöglichkeit haben muss. Also man bekommt eine Übersicht der Bestellung, welche Artikel für welchen Preis, eventuell Lieferzeiten und so weiter. Eine Übersicht. Wie oft kommt es vor, dass man einen Artikel zweimal im Warenkorb hat, obwohl man ihn nur einmal kaufen will? Deswegen diese Übersicht. Wenn man die Übersicht dann kontrolliert hat und man ist der Meinung, genau das wollte ich bestellen, dann hat man in der Regel, bevor man unten bestellt, noch zwei Häkchen zu machen. Das erste Häkchen betrifft die allgemeinen Bedingungen, Geschäftsbedingungen. Man akzeptiert diese durch dieses Häkchen. Man gibt also an, dass man diese gelesen hat und dass man mit diesen einverstanden ist. Die wenigsten lesen diese natürlich, aber es ist eine Verpflichtung für den Verkäufer, denn wir haben es gesagt, es gibt verschiedene Informationen, die gegeben werden müssen. Das Unternehmen macht es sich am leichtesten, indem man immer wieder dieselben Informationen in ein Dokument packt und jeden Käufer verpflichten lässt, dieses Dokument zu lesen und zu akzeptieren. Wenn diese Häkchen gesetzt sind, dann kann man dann auf kostenpflichtig bestellen drücken, sollte es heißen. Das heißt, auch das Wirtschaftsgesetzbuch sieht vor, dass man den Verbraucher darüber informiert, dass man mit diesem Klick kostenpflichtig bestellt. Das heißt, dieser Button müsste eigentlich kostenpflichtig bestellen auch heißen, man weiß, okay, wenn ich jetzt hier drücke, bestelle ich und verpflichte mich zur Zahlung. Wir haben jetzt wiederholt schon vom Widerrufsrecht gesprochen. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen nähere Erklärungen zu geben? Ja, das Widerrufsrecht kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal online gekauft hat, ist die Möglichkeit, ein Produkt, welches man gekauft hat, innerhalb von 14 Tagen wieder zurück zu senden, beziehungsweise die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen zu sagen, dass man dieses Produkt doch nicht haben möchte. Man braucht dafür keinen Grund anzugeben, sondern man kann damit eigentlich den Vertrag
annullieren. Das ist halt eben gemacht worden, weil man einen fairen Absatzvertrag abschließt. Man hat die Ware nicht gesehen, man hat vielleicht Schuhe gekauft, die eine halbe oder eine ganze Nummer zu groß und zu klein sind und eine Hose gekauft, die einem nicht gefällt. Oder das sind Möglichkeiten, die man hat, es einfach ohne Grund wieder zu annullieren. Das bedeutet, das Vertragsverhältnis ist dann nicht zustande gekommen. Der Verkäufer hat die Verpflichtung, innerhalb von 14 Tagen das Geld zurückzuzahlen. Und der Käufer hat die Verpflichtung, innerhalb von 14 Tagen die Ware zurückzuschicken. Und allgemein, ab wann ist man dann wirklich vertraglich, also ab wann ist das Vertragsverhältnis wirklich gegeben im Onlinehandel? Das Vertragsverhältnis ist sofort gegeben ab dem Moment, wo man kostenpflichtig bestellt. Der Vertrag ist damit abgeschlossen. Die Lieferverpflichtung ist da und die Zahlungsverpflichtung auch, aber die hat ja in der Regel schon stattgefunden. Und der Vertrag ist damit abgeschlossen. Man hat nur innerhalb von 14 Tagen die Möglichkeit, ihn wieder aufzuheben, rückwirkend. Ja, das schließt so ein bisschen das Thema Bestellung eigentlich ab. Also Bestellverfahren ist vielleicht damit abgeschlossen. Ist noch ein Element, was wir vielleicht vergessen? Wir haben vielleicht nicht ausreichend über die Datenschutzerklärung gesprochen. Ja. Viele Leute meinen, dass die Datenschutzerklärung dem Kunden im Vorfeld geschickt werden muss, dass der Kunde diese unterschreiben muss oder diese akzeptieren muss. Das ist nicht unbedingt notwendig. Das Einzige, was man tun muss, ist den Kunden über die Datenschutz Richtlinien des Unternehmens informieren. Das heißt, mit anderen Worten, ich mache eine Bestellung und kaufe mir wiederum ein paar Schuhe. Natürlich darf das Unternehmen meine Daten nutzen, um mir diese Schuhe zu liefern. Denn wenn sie meine Daten nicht nutzen dürften, könnten sie mir die Ware nicht liefern. Also meine Adresse und meine Namen und Vorname zumindest müssen sie ja notieren. Und sie müssen auch meine E-Mail-Adresse haben. Denn im Falle von Kontakten ist es leichter, per E-Mail und schneller vor allem zu kommunizieren. Also die Tatsache, dass das Unternehmen diese Informationen nutzt, bedarf nicht meines Einverständnisses. Also ich muss nicht sagen, ihr dürft meine Lieferanschrift nutzen, um mir die Ware zu liefern. Nein, das ist, versteht sich von selbst, das geht aus dem Vertragsverhältnis hervor. Und das muss man einfach dem Kunden mitteilen, dass wenn man die Daten nur dafür nutzt, um den Vertrag auszuführen, dass man das nur in diesem Maße tut und deswegen dem Kunden das auch nur mitteilen. Da braucht er nicht einverstanden zu sein, er muss nur die Mitteilung bekommen. Wenn ich jetzt aber seine Daten nutze, um darüber hinaus noch Kontakt mit ihm herzustellen. Sei es, um Newsletter zu schicken, sei es, um ihm regelmäßig Kataloge zu schicken von meinen Waren, sei es, um nächstes Jahr ihm wieder ein Prospekt zu schicken über die Kollektion, die er im letzten Jahr schon gekauft hat. Da geht das natürlich über das Vertragsverhältnis hinaus. Und da muss man schauen, benötige ich das Einverständnis des Kunden, ja oder nein. Wenn ich nämlich über das Vertragsverhältnis hinausgehe, benötige ich ein Einverständnis. Das heißt, dieses Anklicken, ich habe es bekommen, wäre dann nicht mehr ausreichend. Dann müsste ich darüber hinaus noch das Einverständnis des Kunden haben, um diese Daten auch für anderweitige Zwecke zu nutzen. Ich glaube, eines der Stichworte ist da auch wieder Transparenz. Ne? Das ist einer der großen Stichworte im Datenschutzgrundgesetz. Vielleicht noch ein anderes Element, woran ich gerade denke. Wir haben natürlich auch das Bezahlen, dieses Ganze, man bestellt sein Produkt und dann muss man das natürlich auch bezahlen. Gibt es da irgendwelche Richtlinien, an die ich mich halten muss in Bezug auf das Aufbauen? Also muss ich zum Beispiel gewisse Optionen zur Verfügung stellen meinen Kunden oder ist man da total frei? Gibt es vielleicht Wege der Bezahlung, die sich mehr eignen, aus Erfahrung vielleicht gesprochen jetzt oder nicht? Können Sie uns dazu vielleicht noch was sagen? Also man hat keine Verpflichtung, die eine oder andere Zahlungsmöglichkeit anzubieten. Man muss eine Zahlungsmöglichkeit anbieten, per Definition, denn man möchte ja das Geld haben. Also hat man im Endeffekt die Wahl einer Banküberweisung, ja, das wird angeboten. Man hat die Wahl, Visa-Karte, Mastercard oder PayPal-Zahlungen zu organisieren. All das ist möglich, aber nichts davon ist gesetzlich verpflichtend. Man muss eine Zahlungsmöglichkeit natürlich anbieten und in der Regel wird das auch über Vorkasse geregelt, also dass die Ware erst losgeschickt wird, wenn der Zahlungseingang bestätigt wird. Ist aber auch wiederum keine Verpflichtung. Okay. Wir fanden es auf jeden Fall sehr interessant soweit. Wir hoffen, dass es auch Ihnen als Zuschauer einen Mehrwert geboten hat natürlich und dass Sie jetzt mit allen nötigen Informationen den Verkauf nach Hause starten können. David, hast du vielleicht noch was zum Abschluss zu sagen? Oder? Ich wünsche allen Zuschauern einen schönen Abend, bleiben Sie gesund und bis bald. Vielleicht. Ja, super. Dankeschön.